Sobald es einen deutschen Bestseller gibt, werden die Filmrechte schnell vergeben und produziert, so auch bei Axolotl Overkill. Das Buch ist erst ein paar Jahre alt, gibt es aber jetzt auch schon als Film. Meine Review folgt dann auch direkt nach dem Trailer. Ich weiß, dass dein Leben kacke ist. Mein Leben ist auch kacke. Das Leben von Justin Bieber war auch kacke. Aber der hat sich zusammengerissen, hat sich seine Haare geföhnt und hat Millionen verdient. Was? Au! Dumme Schlappe, du hast doch nicht mal einen Lacken am Zaun! Nachtisch. Du hattest schon Nachtisch. Sind sie irgendwie gestört oder so? Ach, komm mal in die Fresse. Steh auf, Fatze, und verbeug dich. Bitte? Steh auf, Fotze, und verbeug dich. Los! Was ist hier eigentlich kennengelernt? Im Supermercado. Jedenfalls bist du verliebt und irrational. Fuck it. Fuck you! White lies, she said that she was 17. Until she tells him everything, those white lies. She said that she was 17. It's all right. Until she tells him everything. Hast du Lust, mich zu küssen? Hast du vielleicht Lust, mich zu küssen? Irgendwie schon. Ja, meine Fresse, mach doch einfach. Ich rauch nur noch kurz auf. Ich bin ja persönlich auf jeden Fall ein Fan von Jasna Fritzi Bauer. Sie hat ja schon in einigen kleineren Filmen auch mitgespielt, zum Beispiel auch in Ein Tick Anders. Und ich mag ihre leichte, schnoddrige Art, ist für mich so wie so eine Nora Tschirner in Jünger und eben mit noch mehr Schauspiel-Background, denn sie schafft es auf jeden Fall, eine Rolle voll auszulegen und gleichzeitig aber auch so eine Natürlichkeit zu behalten, ohne dass das jetzt irgendwie bedeutet, dass man irgendwie nett mal eben schnell um die Ecke guckt. Sie schafft es auch der Figur hier, also Mifti, so eine besondere Aura zu geben, dass man sie jetzt nicht direkt auf den allerersten Blick richtig kacke findet. Mir geht es aber tatsächlich dann doch relativ zügig, aber schon so, dass ich sehr viel Abstand von der Figur nehme. Ja, ich weiß, es geht darum, so ein bisschen abgefuckt zu sein und als 16-Jährige, da darf man eben auch rebellisch sein und nicht alle Dinge irgendwie ernst nehmen. Es geht um Drogen, sexuelle Erfahrung und so weiter und so fort. Bei mir hört es aber einfach irgendwann auf, wenn jemand einfach gar nichts auf die Kette bekommt und nur Anti ist. Und da merkt man auch hier in dem Film, dass er da besonders Artifati auch diese ganze Geschichte erzählen will. Teilweise hat man das Gefühl, dass es gar keinen richtigen roten Faden gibt, sondern dass es alles nur so Fragmente sind, die aneinander gelegt werden, sodass man überhaupt gar nicht der Geschichte richtig folgen kann. Ja, ich finde es immer gut, wenn man auch innovative Ansätze wählt. Hier ist die Geschichte aber so erzählt, dass ich ohne weiteres eine Szene aus Minute 75 auch einfach an den Anfang klatschen könnte. Und es würde dem Publikum tatsächlich nicht sonderlich auffallen. Das ist vielleicht so als dieses gesellschaftlich kritische, guck mal, die kommt nicht aus dem Quark, irgendwie eine nette Idee. Als Film selber funktioniert es aber irgendwie überhaupt nicht. Dabei mag ich auf jeden Fall die eigenwillige Art, wie bestimmte Szenen gefilmt werden. Manchmal sind wir ein bisschen weiter weg von den Figuren. Damit meine ich jetzt nicht so von wegen, ja, erklär mir jetzt bitte nicht, was rein- und rauszoomen ist, sondern vom Gefühl, was auf den Zuschauer übertragen wird, sind wir eben manchmal etwas weiter entfernt, manchmal sehr nah dran. Und eben durch diese eigenwillige Art und Weise, wie die Kamera geführt ist, aber wie auch der ganze Schnitt vollzogen wird, bekommt man hier auf jeden Fall so ein gewisses Gefühl für eine Dynamik, die aber am Ende erzählerisch einfach für mich wieder ins Nichts läuft, wie ich eben gerade gesagt habe, da passiert einfach zu wenig. Und ja, das Axolotl, das bleibt auch für immer in diesem Larvenstadium und dementsprechend, oh ja, unsere Figur wird hier nicht irgendwie erwachsen, das muss also alles genauso erzählt sein. Ist als Kunstprojekt dann bestimmt irgendwie interessant, aber ja, wie eben schon einmal angedeutet, dadurch, dass sich einfach alles im Kreis dreht und ich da während des Films oft sitze und sage, okay, was wollt ihr mir jetzt einfach eigentlich erzählen, ist mir das zu wenig und einfach immer nur zu sagen, ja, die Jugend, die ist anti und dieses Pseudo-Gesellschaftskritische damit einzupflegen, das funktioniert bei mir nicht. Ist irgendwie so wieder mehr Style over Substance. Ne? Also das übliche Problem. Dadurch aber, dass Jasna Fritzi Bauer ihre Sache eigentlich sehr gut macht
und wir eben auch gerade, was so das Kamerabild betrifft und auch allgemein, wie der geschnitten ist, wie die Musik eingespielt wird. Das ist technisch auf jeden Fall alles irgendwie gut gemacht. Dementsprechend gibt es da jetzt irgendwie so den total krassen Verriss. Ich wünsche mir, dass Jasna Fritzibauer bald mal wieder so eine richtig große, fette Rolle bekommt. Denn sie ist tatsächlich extrem stark. Aber reicht trotzdem nicht, ist nicht mal durchschnittlich für mich. Also 4 von 10 Punkten gibt es von mir für Axolotl Overkill. Und noch einmal, yay, Jasna Fritzibauer, die ist super. Ich verlinke euch mal eine Spoiler-Ecke zu einem anderen Film, die ich euch auf dem Kanal geladen habe. Und auch eine andere Review. Schaut da gerne mal rein. Und dann sehen wir uns im besten Fall in einem dieser beiden Videos oder bald hier wieder in der Film-Lounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.